Das hier ist Primal Earth, ein Online-Survival-Spiel mit Tieren. Ich hatte euch das Spiel auch schon mal auf meinem Kanal vorgestellt und einige von euch haben in den Kommentaren gefragt, wie es denn so aktuell mit der Entwicklung von dem Spiel aussieht. Und genau das werden wir uns jetzt heute mal anschauen. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist die neue Karte. Die ist deutlich größer und wir haben hier auch ein paar mehr Biome. Zum Beispiel auch hier dieses Savannenbiom nenne ich es mal. Das passt auf jeden Fall sehr gut zu dem Löwen. Ja, Sounds für die Steps und so haben wir leider noch nicht. Aber die Bewegungen sehen schon gar nicht schlecht aus. Der Löwe kann auch angreifen. Aber ich glaube, das konnte er beim letzten Mal auch schon. Aber mittlerweile können es, glaube ich, fast alle Spezies, die im Spiel sind. Müssen wir halt nachher mal testen. Also ein paar Calls hat er auch schon. Und man kann sich natürlich auch hinsetzen. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Und auch hinlegen. Das Coole ist, man kann sich auch schlafen legen. Das sieht auch wirklich gut aus. Also der legt sich sehr, sehr gut auf den Boden. Aber wir wollen natürlich aufstehen und mal lossprinten. Könnt ihr mal da eben vorne auf den Berg sprinten. Springen können wir natürlich auch. Sogar sehr, sehr hoch. Das fühlt sich aber noch sehr, sehr komisch an. Man kann sich zum Beispiel auch so drehen in der Luft. Und auch so ein bisschen steuern halt. Das ist seltsam. So, jetzt sind wir hier oben auf den Felsen angekommen. Ach, guck mal, hier ist auch wieder ein anderes Biom. Das ist eine richtige schöne Oase da vorne. Soll ich mal hier runterspringen? Fallschaden gibt es, glaube ich, noch nicht. Also alles gut. Ja, guck mal, wie smooth wir gelandet sind. Gar kein Problem. Wir können ja mal da vorne zur Oase gehen. Dann können wir auch mal schwimmen und trinken. Die Ausdauer ist leer. Was sich auch deutlich verbessert hat, sind die FPS von dem Spiel. Und es sieht immer noch sehr, sehr schön aus. Das muss man echt sagen. Sah ja damals schon sehr gut aus, das Spiel. Da kommt sogar die Zunge und alles raus. Und jetzt gehen wir mal schwimmen. Das hier ist übrigens das neue Hauptmenü. Das wurde nämlich auch überarbeitet. Ja, da gibt es dann so Update-Notes zum Beispiel. Da könnt ihr genau sehen, was verändert wurde. Und auch schon so ein paar andere Sachen, die man anklicken kann, aber die haben noch keine Funktion. Das ist, glaube ich, halt nur dafür da, dass man sieht, wie es dann später optisch aussehen soll, wenn es fertig ist. Soll auch einen Story-Mode geben, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Hier kann man aber leider auch noch nichts anklicken. Und man kann auch schon online spielen. Das soll übrigens jetzt mittlerweile auch funktionieren. Leider ist jetzt keine Lobby da, dass ich es probieren könnte. Aber das soll jetzt auch gut laufen vom Ping, weil vorher gab es da irgendwie Ping-Probleme. Aber wir müssen dann leider alleine spielen. Also hoste ich nochmal eben ein Spiel. Und so sieht dann die Charakterauswahl aus. Ich hatte jetzt hier vorhin einen Löwen gespielt. Und man kann auch noch als zweiten Fleischfresser den Gepard spielen. Wir spielen jetzt aber mal einen Pflanzenfresser, würde ich sagen. Und zwar das Nashorn. Oh, da ist sogar ein Regenbogen. Wie schön. Das kann mittlerweile auch schon schreien. Und auch angreifen. Zwei verschiedene Attacken. Fühlt sich jetzt erstmal auch ganz gut an. Das kann logischerweise nicht springen. Macht ja auch nicht viel Sinn bei dem Tonnengewicht. Aber hinlegen kann es sich. Und es kann sich auch schlafen legen. Ich würde auch fast sagen, dass wir jetzt einfach mal schnell alle Tiere durchgehen, damit ihr das nochmal eben seht. Das hier ist der Gepard. Und er macht auch sehr, sehr interessante Geräusche.
Der ist natürlich extrem schnell unterwegs. Und kann auch ewig weit springen. Ach, guck mal, das ist die Attacke von dem Gepard. Wie so ein... Was soll das sein? Ist eher ein Fauchen, würde ich fast sagen, ne? So ein richtiger Biss ist es auch nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, ob man schon Schaden machen kann an anderen. Kann ich halt leider jetzt nicht ausprobieren. Diese Drehen in der Luft ist super. 720 haben wir gemacht. Gar kein Problem. Das hier ist der weibliche Löwe. Der kann logischerweise die gleichen Sachen, die der männliche Löwe auch kann. Und dann gibt es auch noch den Elefanten. Der kann mittlerweile auch schon angreifen. Oh, der kann sogar einen Kick. Und der kann mit seinen Stoßzähnen zuhauen. Und der ist logischerweise nicht so schnell. Aber der kann sich bestimmt mittlerweile auch schon hinlegen, weil das konnte er beim letzten Mal, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Es ist halt auch ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Übrigens, falls ihr das Spiel auch mal ausprobieren wollt, das könnt ihr aktuell nur über den Discord von Primal Earth machen. Also da könnt ihr irgendwie das Spiel unterstützen. Ich glaube mit 5 Euro im Monat oder so und dann könnt ihr es ausprobieren. Ich kann euch das gerne mal verlinken in der Videobeschreibung. Und dann haben wir hier noch die Giraffe. Die kann auch zutreten. Und auch nach hinten sogar. Ja, die ist sogar relativ schnell. Bei der ist es bestimmt lustig, wenn die sich hinlegt. Diese Beinchen, wie die umknicken. Schlafen legen kann sie sich auch. Ach, wie süß. Richtig schön eingerollt. Das Aufstehen ist bestimmt auch interessant. Es gibt übrigens mittlerweile auch eine Nachtsicht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber ich kann es hier auf jeden Fall einstellen schon. Vielleicht kriegen wir es ja auch gleich nochmal hin, dass es Nacht ist. Das hier ist dann nochmal der Springbock. Der kann logischerweise sehr, sehr hoch springen. Und ist auch schnell unterwegs. Ja, das ist die Attacke hier von dem. Ein Kopfstoß. Das hier ist auch eben eine Attacke, aber die kann ich nicht zuordnen. Jetzt habe ich auch einen Kopfstoß, ne? Sieht ja süß aus. Mal diese 360-Grad-Drehung in der Luft. Es macht aber auch einfach zu viel Spaß, sich da zu drehen, auch wenn es unrealistisch aussieht. Oh, der ist aber richtig schnell unterwegs. Oh, wir können hier sogar das Gras essen. Das ist ja cool. Aber dann können wir hier auch mal schnell schwimmen. Ja, schwimmen habe ich jetzt gerade gar nicht mit allen Tieren ausprobiert. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Und dann auch noch mal schnell ein bisschen was trinken. Ich finde das sogar cool, dass die sich echt gut hinlegen, auch auf so Schrägen. Nämlich gar nicht so schlecht aus. Das hier ist der männliche Springbock. Der hat nochmal ein bisschen größere Hörner. Und ich glaube, wir haben hier gerade sogar eine andere Skin-Variante erwischt. Ich weiß nicht, ob das random ist.
Sieht so ein bisschen albino-mäßig aus. Aber auch nicht so richtig. Falls ihr wisst, was das hier für eine Farbe ist, schreibt es gerne mal rein. Die Sonne geht, glaube ich, auch gleich unter. Das ist gut. Dann sehen wir vielleicht nochmal die Nacht und können die Nachtsicht testen. Und das hier ist das nächste Tierchen. Das Gnu. Kann auch schon einen Kopfstoß und kicken. Ach, sehr interessante Geräusche. Guck mal, auch hier liegt das wieder relativ gut auf dem Boden, obwohl es schräg ist. Und das Gnu ist natürlich auch recht schnell unterwegs. Und kann auch springen, aber nicht ganz so hoch. Und das hier ist das letzte zurzeit spielbare Tier. Das Zebra. Es kann zubeißen. Und nach hinten austreten. Und guck mal, das kann hier auch einfach das Gras essen. Das war jetzt keine Attacke, das war der Einser-Call. Oh, das kann auch recht hoch springen. Ah, guck mal, jetzt ist es doch richtig duster geworden hier. Und jetzt lohnt sich auch die Nachtsicht. Das ist cool. Das ist auch sehr atmosphärisch hier mit dem ganzen Grillengezirpe. Na, ich denke, ihr habt jetzt ganz gut gesehen, in welchem Entwicklungsstadium das Spiel so momentan ist. Ich würde halt sagen, es ist noch sehr weit am Anfang. Also bis es dann wirklich spielbar ist mit vielen Spielern, und man dann auch gegeneinander kämpfen kann und Beute erlegen kann und sowas. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial und ich werde es definitiv im Auge behalten. Und falls sich irgendwas Großes tut bei dem Spiel, werde ich auch ein Video dazu machen. Also keine Sorge, da werdet ihr dann keine News verpassen. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ganz wichtig, schreibt gerne, falls ihr mich unterstützen wollt, einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.